Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Armored Warfare und heute will ich den T90MS euch mal etwas genauer präsentieren und ihr seht Tier 9, also aktuell Top Tier mit diesem wirklich skurrilen, fast schon anmutenden Turm, der aber der Optik ungemein gut tut. Ein sehr, sehr feiner Panzer. Und zwar gibt es den, da gehen wir doch am besten nochmal auf den Händler, bei Marat, ganz unten. Und hier ist er, der T90MS. Den will ich euch natürlich auch nochmal jetzt gleich etwas genauer zeigen. Die Details schauen wir uns dazu an und es ist natürlich ein Kampfpanzer, ganz klar. Die Chronik, der als Tagil bekannte T90MS, ist ein russischer Kampfpanzer, der 2011 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde und seitdem auf mehreren Ausstellungen zu sehen war. Der T90MS verfügt im Vergleich zu seinem Vorgänger T90 über eine Vielzahl von Upgrades. Das Fahrzeug besitzt einen verbesserten Geschützturm, einen optimierten Motor sowie Verbundpanzerung und Ära als Schutz vor Tandem-Sprengköpfen. Ja, ansonsten, wir sehen der Schaden 723, die Durchschlagskraft 657 mm, also sehr, sehr ordentlich. Trefferpunkte 2290. 72 km/h Endgeschwindigkeit und die Zielerfassung, die ist sehr solide. Ich würde sagen, dieses Baby will im Kampf präsentiert werden. So, da sind wir also jetzt auch im Gefecht und es geht direkt los. Und wir schauen mal, wohin wir uns orientieren werden für die Gegner. Ich glaube mal... Ah nee, ich bleibe diesmal auf der Seite hier drüben, wenn ich hier schon eh bin. Da sollte ich doch ein bisschen meinen Spaß haben am Ende der Runde, schätze ich mal. Und wir kommen auch gleich an. Es ist natürlich ein sehr mobiles Gerät. So, da hinten stehen schon die ersten. Da habe ich schon den Chicago da erspäht, aber sonst komme ich leider auf nichts drauf. Jetzt bin ich offen. Ich hoffe mal, dass die Gegner da noch ein bisschen weiter drücken. Aber da sieht man, mein Mate kommt da hinten ganz gut drauf. Na, fahren wir noch mal ein Stück weiter. Ah, nee, so nicht. Aber mal weiter Richtung Gegner fahren. Steht hinter dem Stein. Ah, abgeprallt. Nee, so nicht. Ja, der ging gut. Nee, abgeprallt mal wieder. Oh, unser Team geht hier ordentlich gerade den Bach runter. Na, er fährt sich immer so, dass ich wirklich schwer bis nicht auf die Gegner draufkomme. Na, ziehen wir jetzt hier die Ketten. Ah, schade. Das Modul zwar zerstört, aber sonst keinen Schaden angerichtet dabei. Jetzt da. Klappt's mit dem Schaden. Ne, der da drüben, der ist zu passiv. Von dem geht keinerlei Gefahr aus. Oh, Arti. Schnell weg. Da werden gleich die nächsten Hits kommen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und mein Team ist schon fast komplett down.
Nur die Frage, wann die Arti wieder reinhält. So, jetzt kommen sie auch langsam von hinten. Und der Gegner, wir sind jetzt nur noch zu zweit, das wird der Gegner natürlich anfangen langsam zu drücken. Da kommen sie auch schon rum. Aber den nehme ich noch mit. Und jetzt bin ich in der Tat der Letzte. Den nehme ich auch noch mit. Ah, und da, bevor ich noch einen Schuss loswerden konnte, wurde ich leider zerstört. Ich muss auch sagen, gefühlt sind die Runden hier immer, ja, wie soll ich sagen, nicht ausgeglichen von den Ergebnissen her. Also solche Ergebnisse so mit 0-10 oder alles über 0-10, sag ich mal, dass eine Seite nur 5 verliert und die andere das ganze Team zerstört ist, habe ich recht häufig bei Armored Warfare. Das ist, weiß auch nicht, an was das liegt, aber entweder man dominiert den Gegner sehr stark oder man wird sehr stark dominiert. Aber, naja. Auf jeden Fall haben wir 2 Belohnungen erhalten. Den Aufklärer und eiserner Stern, höchste Reparation des Verliererteams verdient. 1870 Schaden, 10 erspäht, 1240 unterstützt. Man sieht hier nochmal die Performance eben des Teams. Auch wenn ich nicht die meisten Schaden gemacht habe, aber ich habe mich hier praktisch in den XP sehr nach oben gefahren aufgrund der Belohnungen und der Auszeichnungen. Und hier die Details. Also unterm Strich trotzdem eine brauchbare Runde, auch wenn wir leider mit einer Niederlage dieses Video beenden müssen. Trotzdem hat es hoffentlich gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Ekramba.